Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch mit euren Fragen. Und zwar richtet ihr viele Fragen an mich und ich habe eine neue Rubrik und zwar FAQ. Heute gehen wir auf eine Frage eines Zuschauers besonders ein und zwar geht es um die Frage, warum kann ich den Namen auf einem Ticket, das ausgestellt ist, nicht ändern? Besonders wenn es um Flüge geht, die man nicht wahrnehmen kann, man möchte diese auch nicht mal verkaufen, sondern man möchte sie einfach jemandem in der Familie weitergeben. Wir gehen heute darauf ein, warum Fluggesellschaften darauf allergisch reagieren und was ihr tun könnt, damit ihr vielleicht doch irgendwie das Ticket noch loswerdet. Und natürlich gehe ich auf einige Fluggesellschaften ein, wo ihr den Namen auf dem Flugticket ändern könnt. Ja, ganz genau. Also, da gehen wir heute drauf ein. Ihr könnt natürlich wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Und wie immer ist dieses alles als Thema frisch gepresst. Warum kann ich eigentlich den Namen auf dem Ticket nicht ändern? Warum geht das nicht? Verdammte Axt, verdammte Hacke. Und der Hauptgrund ist, und das ist Grund Nummer eins, weil die Fluggesellschaften kein Geld verlieren wollen, ganz genau. Denn wenn ihr ein Ticket nicht benutzt, ist das für die Fluggesellschaften wie Gold. Dieses Gold quasi versuchen sie zu heben und versuchen damit irgendwelchen merkwürdigen Regelungen dem einen Riegel vorzuschieben, dass ihr das ändern könnt. Also, Geld ist Grund Nummer eins, dass Fluggesellschaften das nicht machen und euch quasi immer wieder Steine zwischen die Beine werfen, damit ihr das Ticket, wenn ihr es nicht nutzen wollt, auch nicht nutzen könnt. Jetzt sagt ihr natürlich, ich will das Ticket aber gar nicht weiter verschicken oder verschenken, hätte ich was gesagt. Nein, verschicken habe ich gesagt. Verschenken, sondern ich möchte hardcore Geld verdienen. Und das ist genau auch ein Grund, damit man da halt das Ticket nicht verkauft. Damit ihr bei diesem Ticket wirklich von vornherein keine Möglichkeiten habt, Schindluder zu treiben. Dass ihr zum Beispiel irgendeinen Deal kauft und diesen Deal dann weiterverkauft an Heinz Egon Müller, der euch einen Huni 200 oder vielleicht viele mehrere hundert Euro mehr gibt, weil die Tickets mittlerweile so viel teurer geworden sind. Also auch hier nochmal ein Grund Geld. Und das ist natürlich für viele Fluggesellschaften der Haupttreiber. Den können wir ja auch irgendwo verstehen, oder nicht? Ein anderer Grund ist Sicherheit. Und zwar, ja, die Sicherheit bei einem Flug, dass man natürlich auf dem Ticket einen Namen hat von einem Kunden, den man dann auch kennt und dass man dann nicht irgendjemand anderen damit quasi über den Namenswechsel fliegen lässt. Wobei, diesen Grund kann ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz so zustimmen, weil es wird ja jeder kontrolliert, oder? Also durch die Datenbank gejagt. Und natürlich bei einigen Flügen, da gibt es natürlich auch Leute, die ohne Ticket an Bord kommen. Aber das hatten wir ja in einer unserer Folgen. Auch ein Grund, warum es nicht geht, ist bei den Tickets natürlich das Thema Geld. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ja, ganz einfach, weil Tickets werden nicht refundierbar verkauft. Würde ja quasi dann halt dem entgegenlaufen, dass man ein refundierbares Ticket quasi in der Form dann doch wieder refundiert, indem man jemand anderen fliegen lässt. Also auch hier wieder ein Grund für die Fluggesellschaft, das nicht zu erlauben. Nachdem wir jetzt die beiden Hauptthemen eigentlich abgearbeitet haben, Sicherheit und Geld vor allem für die Fluggesellschaften, was passiert, wenn ich einen Fehler auf dem Namen habe oder mit meinem Namen, den ich da geschrieben habe? Im Prinzip kann man Folgendes festhalten. Wenn ihr heiratet und sich der Name dadurch wechselt oder ändert, dann, wenn ihr zum Beispiel euch scheiden lasst, der Name sich wieder ändert, dann gibt es eine Möglichkeit, Fluggesellschaften nehmen dafür Gebühren, 50 Euro oder irgendwas korrespondierend in der Höhe, um da die Arbeitskosten aufzufangen. Aber man muss das Ganze nachweisen dann mit Dokumenten und dann wird der Name geändert. Jetzt sagt ihr, ich habe aber nicht geheiratet, ich habe den Namen nicht geändert, ich habe einfach mich verschrieben. Da kommt uns doch eine Regelung der IATA zu Pass. Die IATA-Regelung sagt ganz klipp und klar,
Wenn der Name auf dem Ticket ähnlich klingt, können bis zu 3 Fehler drin sein. Das heißt also, es dürfen in dem Namen bis zu 3 Fehler sein, wenn der Name im Klang dadurch nicht geändert wurde. Also hier gute Nachrichten. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich habe sehr oft, auch wenn die Leute auf die Tickets geguckt haben und da ein Fehler drauf war, die haben das noch nicht mal gesehen, dass da ein Fehler war. Die haben auf den Ausweis geguckt, haben auf die Boardkarte geguckt und peng. Also insofern, ihr seht, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ein wichtiger Hinweis, wenn ihr Tickets kauft, ist, bei vielen Fluggesellschaften gibt es auch diese Regelung, dass Tickets innerhalb von 24 Stunden kostenfrei storniert werden können. Also schaut euch die Tickets immer wieder ganz genau an und guckt, ob ihr in dem Namen einen Fehler habt. Ihr könnt das, wenn ihr das sofort feststellt, im Regelfall halt die ersten 24 Stunden oder am Folgetag noch, das Ticket kostenlos stornieren und diesen Namen dann ändern. Also insofern hier auch noch wie immer Augen auf beim Ticketkauf. Also insofern könnt ihr diese Funktion für euch nutzen und zu eurem Vorteil nutzen. Die gelten übrigens für alle Ticketarten. Abgesehen davon, wenn es ein Flex-Ticket ist, ja okay, so what, dann könnt ihr das ja eh stornieren. Aber wenn es ein restriktives ist, innerhalb von 24 Stunden bei den meisten Fluggesellschaften eine Möglichkeit des Stornos. Es schadet nicht, beim Ticketkauf gewisse Routinen auch zu haben. Heißt also, wenn ihr so ein Ticket kauft, macht doch so eine Art Checkliste. Guckt euch den Namen an, das Geburtsdatum und alle anderen wichtigen Daten an, die ihr nicht mehr ändern könnt. Also im Prinzip Name und Geburtsdatum, das ist es. Vielfliegernummer oder was auch immer, das könnt ihr jederzeit ändern, könnt ihr zusätzlich reintun, wenn ihr es nicht direkt bei der Buchung reingetan habt. Ich persönlich empfehle aber trotzdem immer wieder mit der Vielfliegernummer zu buchen, weil wenn man das macht, dann hat man ja schon alle Daten richtig drin, weil man sie ja einmal zentral eingegeben hat. Heißt also, dann kann man sie zentral aus der Datei ziehen und damit habt ihr dann nicht mehr das Problem. Aber kontrolliert trotzdem, es können immer mal Fehler auftauchen. Also insofern, guckt euch den Namen an, bucht immer wieder mit eurem Login bei der Fluggesellschaft und natürlich auch nach der Kontrolle nochmal kontrollieren, wenn die Tickets ausgestellt worden sind. Da habt ihr dann die Sicherheit, dass dort kein Problem ist. Interessanterweise, wenn ihr Fluggesellschaften bucht, die aus dem Billigsektor sind, Ryanair, Vueling, Southwest Airlines in den USA, EasyJet, habe ich schon vergessen, ja, Alaska Airlines, die erlauben Name Changes gegen eine Gebühr. Also das heißt, dass gerade die Billigflieger da durchaus euch einen Vorteil bringen. Aber komischerweise, Legacy Carriers legen euch die meisten Steine in den Weg. Wizz Air, auch nicht unbedingt bekannt für hohe Preise, naja, nun gut, je nachdem, wann ihr bucht, haben die ja hohe Preise. Aber die haben eine Möglichkeit, dass man Tickets bucht, nur von der Anzahl her und die Namen dann später dazu mal gibt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Gruppenreise plant oder sowas, solltet ihr Ausschau nach Fluggesellschaften halten, gerade aus dem Bereich. Ich persönlich bin kein großer Freund von all den vorgenannten Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Vueling und wie sie alle heißen. Aber wer da irgendetwas buchen möchte und zwar blind und Leute da mitnehmen möchte, das ist vielleicht für euch die Lösung, dieses Problem dann nicht mehr zu haben. Ganz wichtig, ja, schaut es euch an. Das war das Video zum Thema Namenswechsel oder Name Change, wie es im Englischen heißt. Was ihr
tun könnt, wenn der Name falsch geschrieben ist, was ihr tun könnt, um es zu verhindern, dass der Name falsch geschrieben worden ist. Wenn ihr dieses Video bis zum Ende geschaut habt, und dafür danke ich euch, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber ganz, ganz wichtig, eventuelle Kanalmitgliedschaft und vor allem auch, ja, vielleicht nochmal unten kommentieren, wenn ihr Fragen habt, und vielleicht mache ich zu eurem Thema ein FAQ-Video, wo wir uns mit dem Thema Ticket und so weiter auseinandersetzen. Also, ich freue mich auf eure Kommentare und natürlich könnt ihr die Frage beantworten, ob ihr auch schon mal ein Problem hattet mit Tickets, wo ihr den Namen falsch ausgestellt bekommen habt, eventuell weil ihr einen Fehler gemacht habt, weil ein Reisebüro einen Fehler gemacht habt oder weil die Fluggesellschaft einen Fehler gemacht hat oder grundsätzlich, weil irgendetwas schiefgelaufen ist. Da freue ich mich, von euch zu hören, und natürlich wie immer an dieser Stelle, ihr wisst, was jetzt passiert. Abspannen. Also, danke, dass ihr dabei wart, und vergesst nicht einzuschalten bei der nächsten frisch gepressten Folge. Ich werde hier noch ein bisschen in Tallinn mich zurücklehnen und freue mich des neuen Formates. Also, danke, bis morgen in Alter und in Frische oder heute Abend schon, je nachdem, wann ihr schaut. Also, danke, bis dann.